Jo Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge Kingdom Come Deliverance. Wir sind stehen geblieben auf der Flucht und wir werden jetzt auch weiterhin versuchen zu fliehen. Mal sehen, ob es uns jetzt wenigstens dieses Mal gelingt. Wir müssen viel schleichen, ja. Samuel, das werden wir hoffentlich jetzt geht es ihm gut. Mal tun. Ich muss ihn finden. Hoffentlich klappt das. Jetzt geh, kletter hier drüber. Hallo. Ja, ich bin schon wieder im Kampf, ja. Ja, natürlich. Warum? Ach, das. Warum? Kannst du nicht einfach mich nicht gesehen haben, bitte? Ja. Wie kann ich denn das unterbrechen? Ist der einfach. Hier. Pass. Jetzt pass doch mal. Wär's mal mit Fass, Alter. Was bist du für ein unnützer Hund? Oh, also bei diesem. Jetzt bring mich doch einfach um. Danke. Also nee, das ist ein Element von dem Spiel, was absolute Grütze ist, meines Erachtens nach. Im Moment, das ist für mich einfach dämlich. Samuel, hoffentlich geht es ihm gut. Ja. Ich muss ihn finden. Und such mal. Ja, ich weiß, ich muss suchen. Jetzt versuchen wir mal wirklich gescheit zu schleichen darüber. Das Problem ist, man kann ja auch wirklich nicht, wenn man einmal von denen verfolgt wird, irgendwie fliehen scheinbar. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir dieses Mal ein bisschen mehr Glück haben und nicht unbedingt auf den letzten Zentimeter erwischt werden. Aber das werden wir dann schon sehen, ob es klappt oder nicht. Wenn nicht, versuchen wir noch ein paar Mal dahin zu rennen. Mal schauen, da sind Patrouillen. Lassen wir mal vorbeigehen. Gut, die sind so gechillt. Nächsten Patrouillen kommen dann noch nicht. Okay. Da will ich rein wieder. Oh, ich dachte, die hätten sich es gerade anders überlegt und gehen in die andere Richtung wieder zurück. Das Problem ist, ich versuche jetzt mal darüber zu kommen, ja? Aber da oben patrouillieren sie auch. Ich hoffe, dass ich jetzt Glück habe und sie noch nicht hier auf dem Weg sind. Ja, bisher habe ich Glück. Schleiche ich wieder. Hier bin ich abseits der Wege. Dürfte im Prinzip niemand sein. Und ich dürfte es wohl hoffentlich endlich geschafft haben, hier hinzukommen, ohne dass mich jemand sieht. Wenn nicht, müssen wir den Weg halt nochmal laufen. Also langsam können wir ja den Weg. Da oben sind auch welche, da komme ich nicht hin. Gott hab Gnade. Da komme ich nicht rein. Hoffentlich hat Samuel sich versteckt. Ich muss zu einem anderen Eingang. Ja, ich gehe zu dem Eingang, wo wir vorhin reinkamen. Der hier oben. Ich hoffe, dass sich da drinnen keiner von denen verstecken. Weil ich ja mit den Leuten irgendwie komischerweise mit einem noch nicht mal klarkomme, geschweige denn wahrscheinlich mit der Schnaps, nämlich mit, geschweige denn mit mehreren. Jetzt kommen die nicht von hinten und rollieren hier auf dem Weg. Ich nehme die Verbände jetzt lieber mal mit. Das sieht so aus, als ob sie auch hier hochkommen. Aber ich gehe jetzt hier rein, wo sie hoffentlich nicht mit reinkommen.
mache mal. Sakra, hier komme ich nicht durch. Ich muss es woanders probieren. Shit. Komme ich auch nicht durch. Also Fackel aus. Gucken und hoffen, dass hier keiner hochkommt. C. Das ist der einzige noch mögliche, oder wie? Hier ist unser... Die Mühle, genau. Müssen wir einmal hier durch... Oh. Puh, ich hoffe, das schaffen wir. Patrouilliert hier oben. Jo, tut es. Geh mal. Ich will zurückrennen. Hoffentlich hat der mich nicht gesehen. Ich hoffe, der geht nicht zurück. Keine Ahnung, wie die laufen, die Wachen. Scheiße, die Wache steht hier. Direkt neben der Tür. Hier. Pass. Na, klappt das? Wird wahrscheinlich nicht klappen, ne? Ach, scheiße. Setz dich wieder hier an die Seite direkt, ne? Und ist weggelaufen. Ja gut, das ist jetzt erstmal nebensächlich. Gut. Packen wir das mal weg. Hab den erledigt. Die Groschen nehme ich mit, den Käse nehme ich auch mit. So wie das hier. Alles nehme ich mit. Den natürlich auch. Kann ich noch tragen, noch ein bisschen was. Band. Okay. Erstmal keiner mehr zu sein, der hier hochkommt. Aber ich habe es geschafft, ihn auszuschalten, das ist schon mal gut. Aber ich muss zu dem anderen Eingang, der irgendwo da hinten ist, kommen. Ohne dass mich jemand sieht. Wird sicherlich nicht einfach werden. Also nach oben komme ich leider nicht. Frage ist auch, patrouillieren die Wachen weiter? Und was ist, wenn die sehen, dass da ein Toter liegt? Sind die dann in Alarmbereitschaft und können alles... Oder können mich leichter sehen, oder... Wie läuft das ab? Fragen über Fragen. Problem ist, ich schleiche hier gerade so ein bisschen rum. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin und wo der nächste Weg ist und wo möglicherweise Wachen stehen können. Ich hoffe nur, dass es nicht auf meinem Weg ist. Und ich würde jetzt mal gerade eben speichern. Und wenn wir nochmal gefasst werden, können wir das Spiel laden und dann von hier aus laden. Glaube ich nicht verkehrt. Weil ich weiß, dass da ja eigentlich dieser Retterschnaps für da, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ja, den benutzen wir jetzt mal nicht. So. Aber sind die alle vielleicht jetzt auch schon weggegangen? Kann das auch sein? Ganzen. Oh, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen. Batschen, Kamtscharen. Kumanen. Kumanen, ne? Weil ich sehe hier keinen, ne? Da unten laufen noch Leute rum. Wird wahrscheinlich eine Patrouille von denen sein. Wo ist der Eingang? Wenn wir mal auf der Map gucken. Ich bin fast da. Vielleicht schaffe ich es ja, wenn ich Glück habe. Boah, ich habe mich gerade schon erschrocken.
der Bogen da oben rechts im Bild, am Bildschirmrand. Eieiei. Hinten werden sie auch ganz normal weiter patrouillieren, gehe ich mal von aus. Speicher nochmal. Ah, kann ich nicht. Okay. Da unten steht einer. Dass ich dafür nicht hier irgendwo rein muss. Da unten rein muss, meine ich. Vielleicht hierher, da drauf hoch kann. Das sieht schlecht aus. Vor allem sind hier Leute ganz in der Nähe. Ich duck mich mal lieber wieder. Nicht Jock, nicht Jock, oh, gut. Okay. Ja. Neue Stufe erreicht für meinen Bogen. Jawohl, super geil. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Alter. Was? Wer hat mich denn jetzt schon wieder geschlagen? Kommen die denn alle her? Ach, jetzt komm schon. Hier, Spieladen. Wird das hier? Ja, Spielstand laden. Komm, hau rein. Hab ich dafür so einen Ritterschnaps dann eigentlich genutzt? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, laut Inventar habe ich das sowas noch? Nö, habe ich gar nicht mehr. Dieses dauerhafte Speichern ist anscheinend nicht gut, was ich betreibe. Naja. Wenn man natürlich nur im Allgemeinen mit diesem Retterschnäpsen speichern könnte, wäre das schon meines Erachtens nach vom Spiel her wirklich ein Nachteil. Ja, das finde ich eigentlich nicht gut. Vor allen Dingen, wenn du bald wirklich. Kann ja auch mal sein, dass du ganz plötzlich los musst. Dann hast du keine Möglichkeit, dein Spiel zu speichern, weil du dir möglicherweise erst einen Retterschnaps irgendwie klauen musst oder was auch immer machen musst. Das wäre schon echt nicht so geil. Weil hier, wenn ich jetzt hier drücke, Spiel speichern kann ich nicht. Ich kann hier speichern und beenden machen. Vielleicht kann ich das damit umgehen, dass ich dann sage, okay, speichern und beenden. Dann, muss ich das Spiel neu starten, möglicherweise, aber das ist ja auch eine Sinn der Sache. Wie ich jetzt hier oben hinkomme, ich weiß es nicht. Ich mich mal wieder irgendwie hier zu dem Eingang der Mine will. Wäre natürlich Mist, wenn ich mir den Eingang erst freikämpfen müsste, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich gegen die einfach null Chance habe. Vielleicht war das auch wieder ungünstiger Zeit, ungünstiger Ort. Ne, die stehen nämlich da hinten. Da oben. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich mich hier durch den Fluss schleichen? Steht direkt einer. Oh. Bewegt sich auch nicht. Das Problem.
Überblick verschaffen über die Situation. Hier stehen zwei. Dort ist noch einer. Nest gefunden. Das interessiert mich gerade überhaupt kein Stück. Das sind sogar drei. Ah, Spitzer ist wieder da. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt Spitzer auf den Typen hier schicken würde? Geh mal da drauf. Reagieren die da drauf? Ich hatte ja bisher noch nicht, ne? Ah, da kommen ja mehr Wachen an. Hey, geh mal los! Das ist nicht gut. Die wachen sich da nicht mal. Verpinkeln. Wer sieht mich denn? Erstmal ohne Witz. Sieht der mich? Wie hat er mich denn gesehen? Wow. Das so einfach ist. Oh. Ja, was willst du mit am Arsch? Hier. Eins. Jetzt tritt doch mal zu. Frau, Frau Dame. Oh, der kann ja wirklich überhaupt gar nicht. Na, jetzt kommen noch mehr. No chance. No chance. Hier, ich kann dir noch einen mitgeben. Jo, schön. Fortfahren. Ich gehe hier wieder zurück und gucke mal, ob ich vielleicht hier irgendwo hoch kann. Kann ja nicht sein, dass ich hier da unten definitiv nicht weiterkomme. Nur weil da so ein paar Leutchen stehen und dauerpatrouillieren und ich dann die nicht vorbeikomme. Das kann ja nicht sein, oder? Hier hoch ist hier irgendwo ein Weg. Nee, das ist nur die Scheiß, die durch den Typen getötet habe. Voll. Warum ist sie denn jetzt zur Seite weggesprungen? Ist sie denn komplett Kern? Hm? Gut. Wie kann ich denn aber da hinkommen, ohne dass mich jemand sieht? Das funktioniert doch gar nicht. Ich verstehe das nicht. Das macht für mich alles keinen Sinn. Vor allem komme ich ja halt noch nirgendwo hier hoch, weißt du? Wenn ich ja wenigstens hier irgendwo hochkommen würde und dadurch von einer anderen Position da hinten dran kommen würde, wäre das Ganze hier schon wieder was anderes, ne? Aber ich komme da einfach nicht anders hin. Weil, kann ich da unten über den Weg gehen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich steht da auch schon wieder irgendein blöder Kackwachposten. Hier sind Tote. Oh, scheiße. Kann ich denn die irgendwas Bergarbeiter plündern?
Kann ich denn irgendwas von denen vielleicht anziehen, dass ich als die durchgehe, mahne? Meinst du, das geht? Funktioniert das? Kann ich mir das anziehen, die Rüstung da? Ne, kann ich mir nämlich alles nicht anziehen, was für Männer ist. Weißt du? Ich dachte, damit könnte ich möglicherweise, könnte ich möglicherweise noch so als Mannequin von denen durchgehen. Was kann ich denn von meinen Sachen mal ablegen, was ich nicht brauche? Gewicht, irgendwas mit viel Gewicht. 5 oder so. Das Schild ist halt gut. Hier, das da. Jetzt dürfte ich genau hören. Wie komme ich da jetzt? Ja. Feiner Hund. Ja. Warum sehe ich denn jetzt im Gesicht so kaputt aus? Sprich beenden. Die sind da jetzt hinten, die gehen da rein. Aber ich kann ja da nicht einfach reingehen, weil da sind ja Wachen. Das mit den Wachen, das geht mir schon ein bisschen auf den Senkel, ne? So, gehen wir nochmal durch das Flüsschen hier. Schleichen. Nur die da hinten stehen da auch dauerhaft. Der Seite kommen da noch welche. Nett. Kann ich denn hier unten durch den Fluss vielleicht wieder entlang besser zu dem Eingang gelangen? Probieren wir es mal. Würde ich vorschlagen. Ob es gelingen wird. Andere Frage. Ob hier gleich neben dem Fluss direkt eine Wachposten stehen wird. Möglicherweise. Ich könnte mir gut vorstellen. Kann man da rein? Vielleicht kann ich mich echt hier drumrum schleichen durch diesen Fluss hier. Hier ist der Weg. Wenn da jetzt eine Patrouille hergeht, sehen mich hier sofort. Ein bisschen hier durch das Gebüsch. Hier ist wenigstens eine Mauer, da können sie mich nicht ganz so einfach sehen. Ich muss noch da. Ja. Komm ich da hin? Flammenabfuhr. Vom Klo wahrscheinlich. Da jetzt außenrum dahin wäre echt herrlich, wenn das klappen könnte. Aber ich glaube, das erst, wenn ich das sehe. Sind Wachen auf jeden Fall. Jetzt mal ein bisschen weiter. In der Hoffnung, dass da jetzt nicht direkt ein Weg ist.
mich nicht sofort erkennen, entdecken, wenn ich aus dem Wasser steige. Wie jetzt. Versuchen wir mal hochzukommen, aber kannst du schon hier nicht. Nicht hochgekommen, hier möglicherweise. Ja, Hundi. Kann ich das Spiel speichern? Nein, kann ich nicht. Zug, Rückzug, Rückzug ins Gebüsch. Tschüsschen mit Küsschen. Alter Finne. Doch nicht mehr feierlich. Aber das ist möglicherweise wirklich ein Weg, über den ich da hinten hingelangen könnte, ohne dass die Leute mich sehen. Wenn jetzt hier nicht auf dem Weg noch ein paar davon sind. Das weiß ich eben nicht. Wir gehen mal lieber ein bisschen höher. Dass jetzt keiner hier über den Weg gerade patrouilliert. Sieht gut aus. Am Ende dieses Weges ist wahrscheinlich der Eingang zu der Mine. Würde ich mal behaupten. Also ich mach 10 Kreuze, wenn ich in dieser verdammten Mine bin. Ich finde das ja so schrecklich gerade. Da den Weg zu suchen. Und wenn ich jetzt erwischt werde, darf ich diesen ganzen Weg rund um den Ort nochmal laufen. Na komm. Warum kommst du denn jetzt hier nicht durch? Ja. Okay. Da hat sie sich rausgeglitscht. Das hier aus. Im Weg. Ist da noch eine Wache? Ist da keine Wache? Muss ich mir hier irgendwas gefasst machen? Aber hier liegt Toter. Wie gespeichert. Spiel gespeichert. Das klingt gut. Klingt hervorragend. Oh ja. Wir haben es geschafft. Oh oh, da kommt wer. Matthäus? Theresa? Atmest du noch? Elender Scheißkerl! Jo, der Fritz! Ich hab doch gesagt, du sollst verrecken! Theresa, Gott sei Dank, du hast überlebt. Was ist mit deinem Vater und mit Stibor? Oh. Nee. Was ist mit Samuel? Er ist drin, aber... Aber warte mal, Theresa. Sie haben ihn ziemlich übel zugerichtet. Wir bringen dich zu ihm. Hier draußen ist es nicht sicher. Das stimmt wohl. Wenn ich die Schreie höre. Fritz,
Geh und sag den anderen, dass wir aufbrechen. Sobald die Sonne untergeht. Wir sollten den Weg hinter uns verbarrikadieren, falls uns diese Bastarde folgen. Ja, mach das. Theresa, Samuel... Samuel liegt dort drüben. Ich möchte dich etwas fragen. Ich möchte dich erst etwas fragen. Wie viele Überlebende sind hier? Wie viele seid ihr hier? Ein Dutzend oder mehr. Als es losging, flohen wir zu den Minen. Seitdem warten wir auf den richtigen Zeitpunkt, um zu fliehen. Was ist denn mit Samuel eigentlich zugestoßen? Was ist mit Samuel passiert? Weiß ich nicht. Ich war nicht dabei, aber er muss hier in der Mine gewesen sein, als sie gekommen sind. Es war großes Glück, dass er überlebt hat. Ja, andere hatten weniger Glück. Und wie geht es jetzt weiter? Wie geht es weiter? Wenn es dunkel wird, schleichen wir uns raus. Hoffentlich sind diese Mistkerle damit Plündern abgelenkt. Und wohin sollen wir gehen? Das überlegen wir noch. Vielleicht nach Thalmberg. Rofner ist zerstört und sonst ist da nichts in der Nähe. Was, wenn die Schweine auch Thalmberg angreifen? Ich denke, Sasau wäre besser. Nach Sasau ist es weit, Fritz. Nur, wenn uns nichts Besseres einfällt. Mal sehen. Ja. Ich sehe jetzt erstmal nach Samuel. Hab Dank. Ich sehe nach meinem Bruder. Geht nicht ohne uns. Theresa! Samuel, du lebst! Als du regungslos da lagst, dachte ich, dass du... Theresa, hilf mir, bitte. Ich bin verletzt. Es tut sehr weh. Wo tut es weh, Samuel? Wo tut es weh? Überall. Es ist schlimm. Theresa. Samuel, was ist? Theresa, ich will nicht sterben. Oh, Samuel, du wirst nicht sterben. Das lasse ich nicht zu. Ich bin bei dir. Zeig mir die Wunde. Zeig mir die Wunde. Hier, es ist schlimm, oder? Es ist halb so wild, doch, doch. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Das wird wieder. Dein Schutzengel hat ganze Arbeit geleistet. Du hast stark geblutet, aber es hat aufgehört. Du wirst dich erholen. Wenn du das sagst, Schwester. Wie ist das passiert? Diese Heiden stellten uns im Stollen. Bevor wir wussten, was da los ist, waren sie schon drin. Es war schrecklich. Wir konnten nichts sehen. Und wir mussten an ihnen vorbei. Doch einer griff an. Ich hab ihn gar nicht kommen sehen. Es war so dunkel. Da war viel Geschrei. Ganz ruhig, Samuel. Alles ist gut. Du bist ihnen entwischt. Ja, diese Schweine hatten es auf das Silber abgesehen. Was ist mit Vater und Stibor? Wo sind sie? Nee, da sollten wir nicht lügen, denke ich. Das... Gut, da müssen wir die Wahrheit sagen. Oh, Samuel. Es tut mir so leid. Sie haben sie getötet. Beide, ich war dabei. Und konnte nur knapp entkommen. Sind wir jetzt allein? Vater und Stibo, sie haben Dummheiten gemacht. Große gar. Denkst du, Gott wird ihnen vergeben? Ja, Samuel. Der Herrgott weiß, dass sie das Herz am rechten Fleck hatten. Sie sind jetzt bei Mutter. Mutter. Ja. Hör zu, Samuel. Wir müssen von hier verschwinden. Draußen wird es dunkel und eine bessere Chance kriegen wir nicht. Ich weiß nicht, ob es geht. Andererseits, wenn ich nicht mehr blute, gehen wir. Theresa? Was ist denn? Hab Dank. Wofür? Immer bist du für mich da. Als ich noch klein war und
Hör zu, Theresa. Falls ich es nicht schaffe, versprich mir, dass du auf dich... Hör sofort auf damit, Samuel. Bringen wir dich auf die Beine. Die anderen warten auf uns, am Eingang der Mine. Komm, ich helfe dir. Feuer ist, glaube ich, gerade nicht so schlau eigentlich. Wohin wollt ihr gehen? Nach Rovna und dann weiter. In der Gegend scheint es etwas ruhiger zu sein. Aber Theresa, was ist mit Samuel? Samuel? Der kommt natürlich mit. Theresa, er wird den Marsch nicht durchhalten. Er hat viel Blut verloren. Worauf willst du hinaus? Er mag ein zäher Bursche sein, aber wir müssen uns beeilen. Und Samuel würde uns nur aufhalten. Matthäus! Du glaubst doch nicht, dass ich ihn einfach hier lasse. Deine Entscheidung, Theresa. Ich sag dir nur ehrlich, wie es ist. Selbst wenn er mitkommen würde, würde er wohl nicht bis morgen überleben. Tut mir leid. Ja. Dann könnten wir ihn nicht einfach tragen. Wir könnten für ihn eine Trage bauen. Habt ihr hier irgendwo Seile und etwas Stoff? Mit Trage sind wir zu langsam. Und wenn er nicht ruhig liegt, verschlechtert sich sein Zustand nur weiter. Und uns kostet es Kraft. Ja. Gut. Ihr holt Hilfe und ich bleibe hier bei ihm. Dann geht. Und ich bleibe hier. Schickt Hilfe, sobald ihr in Thalmberg seid. Bist du sicher, Theresa? Du solltest mit uns gehen. Ich werde ihn nicht im Stich lassen. Nee. Ich bin sonst ganz allein. Bis morgen bringe ich ihn schon durch. Und ihr flieht, um in Thalmberg Alarm zu schlagen. Herr Divisch ist ein guter Freund von Herrn Ratzig und wird alles tun, um zu helfen. Du lässt dich wohl nicht davon abbringen. In der Mine sind Fackeln. Und Wasser zum Waschen von Samuels Wunden sollte es dort auch noch geben. Ach, und wechsle seine Verbände. Ich danke dir. Theresa, falls... Der Herrgott schütze dich, Matthäus. Ich werde Hilfe aus Thalmberg schicken. Bleibt, wo ihr seid. Der Hund bleibt wenigstens auch da. Blut ist dicker als Wasser, das stimmt. Na, ruhig. Loben. Aber Junge. Das ist immer so nett, bist du. So ist's recht. So. Jetzt, an dieser Stelle... werden wir aufhören. Es ist Zeit. Und in der nächsten Folge gucken wir, ob unser Bruder überleben wird oder nicht. Aber ich denke, es wird sehr schwer werden für ihn. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn es eigentlich nur aus Schleichen und Try and Error bestand. Aber ich bin sicher, ab jetzt wird es wohl hoffentlich besser laufen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr wollt. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Kingdom Come Deliverance. Bis dahin. Ciao.